löse die Gleichung x hoch 3 minus 7x hoch 2 minus 28x plus 160 gleich 0. Um diese Gleichung dritten Grades zu lösen, werden wir zuerst dieses Quadrinom faktorisieren. Und dazu suchen wir ganze Teiler vom unabhängigen Glied, durch die dieses Polynom 0 ergibt. Versuchen wir zuerst mit minus 1 und plus 1, das ergibt nicht 0. Dann versuchen wir mit plus 2 und minus 2, auch das ergibt nicht 0. Aber für den Teiler 4 finden wir 0, denn 4 hoch 3 minus 7 mal 4 hoch 2 minus 28 mal 4 plus 160, das ergibt 0. Demzufolge können wir dieses Quadrinom dritten Grades faktorisieren in x minus diese 4 mal ein Trinom zweiten Grades. Und um dieses Trinom zweiten Grades herauszufinden, werden wir das Horner-Gitter anwenden, aber zuerst muss man darauf achten, dass dieses Polynom geordnet ist in abfallender Reihenfolge der Exponenten. Wir überprüfen 3, 2, 1, 0. Ist okay. Somit können wir das Horner-Gitter einsetzen. In der ersten Zeile schreiben wir die Vorzahlen der Potenzen von x aus diesem geordneten Polynom. Also 1, minus 7, minus 28 und 160. So, hier schreiben wir diese 4 hin. Diese 1 rutscht dahin runter. Von da nach da wird multipliziert. 4 mal 1 macht 4. Dieses Produkt schreiben wir dahin. Und vertikal wird addiert. Minus 7 plus 4 macht minus 3. 4 mal minus 3 ist minus 12. Minus 28 minus 12 macht minus 40. 4 mal minus 40, das macht minus 160. Und 160 minus 160 ergibt 0. Hier müssen wir 0 finden. Wenn nicht, dann haben wir entweder einen Fehler im Horner-Gitter gemacht, oder aber das Polynom P wird bei der Zahl 4 gar nicht 0. Hier funktioniert es aber, was bedeutet, unser Polynom dritten Grades kann umgeschrieben werden in x minus 4, so mal 1 mal x Quadrat minus 3 mal x minus 40. Diese Gleichung wird also zu dieser. Jetzt suchen wir noch die Nullstellen von diesem Trinom zweiten Grades. Das könnte man mit der Diskriminante Delta machen. Man kann aber auch mit den Formeln von Vieta arbeiten. Falls die Gleichung x² minus 3x minus 40 zwei Nullstellen hat, muss deren Summe diese 3 sein und deren Produkt minus 40 sein. Diese zwei Zahlen können nur minus 5 und 8 sein. Also stecken wir diese zwei Zahlen in die Lösungsmenge hinein und wir vergessen nicht die Lösung x gleich 4. Das sind also die drei Lösungen von dieser Gleichung.